Hallo und herzlich willkommen zu Cardus Debate. Ich bin Corinna von Cardus. Cardus ist eine humanitäre Hilfsorganisation mit Sitz in Berlin und einem Regionalbüro in Erbil im Nordirak. Zurzeit sind wir vor allen Dingen in Nordostsyrien tätig und außerdem stehen wir für kurzfristige Einsätze bei Krisen und Katastrophen bereit. Vor der Pandemie fand unsere Veranstaltungsreihe Debate bei uns im Cardus Crisis Response Makerspace in Berlin statt. Nun haben wir das Format online gebracht, möglich gemacht durch das C3VOC und den X-Hein Hack und Make Space, aus dem wir heute streamen. Wir können leider mit euch zu Hause nicht mehr, beziehungsweise wir haben hier heute leider kein Publikum, sondern nur zu Hause vor dem Bildschirm. Aber wir möchten trotzdem mit euch in Diskussion treten und freuen uns, wenn ihr Fragen über den Chat stellt. Den Chat, den findet ihr auf unserer Webseite cardus.org/debate und auch direkt im Stream. Das heutige Thema ist offene Technologien für freie Kommunikation über Förderung und Gefährdung von Open-Source-Projekten. Ich habe heute bei mir Elektra und Elisa. Elisa ist ehemalige Leiterin des Prototype Fund und arbeitet heute beim Superlab. Sie hat im letzten Jahr zur Förderung von Open-Source-Projekten geforscht und dazu ist auch gerade ein Report veröffentlicht worden. Und Elektra arbeitet als Open-Software- und Open-Hardware-Entwicklerin und ist bei Freifunk aktiv. Und sie hat in den letzten Jahren schon zahlreiche Projekte initiiert und mitentwickelt. Und sie hat auch zu der Thematik an verschiedenen Orten der Welt unterrichtet. Bevor ich meine Gäste zu Wort kommen lasse, noch ein paar einleitende Worte zu den Umständen, die dazu geführt haben, dass wir heute hier über das Thema offene Technologien für freie Kommunikation sprechen. Ausschlag gegeben hat der jüngste Angriff der Trump-Regierung in den USA auf die Meinungs- und Informationsfreiheit. Getroffen hat es unter anderem den Open Technology Fund, kurz OTF genannt. Was ist der Open Technology Fund? Das ist eine Organisation, die bisher über 400 Open-Source-Technologieprojekte gefördert hat. Viele dieser Projekte sind weltweit essentiell für einen sicheren Zugang zum Internet und für die Umgehung von repressiver Überwachung oder Zensur. Darunter sind zum Beispiel der Messenger Signal oder das Tor-Projekt und auch WireGuard oder Let's Encrypt. Wenn wir ins Internet gehen über eine HTTPS-Verbindung, dann nutzen wir letztendlich alle eine Infrastruktur, die auch unterstützt vom OTF entstanden ist. Aktive Kämpferinnen für Menschenrechte sind auf solche Technologien angewiesen. OTF bietet sogar einen Rapid Response für Notfälle und hilft unabhängigen Journalistinnen, nach einer digitalen Attacke wieder online zu kommen, wenn sie abgeschnitten worden sind. Gegründet worden ist der OTF von Radio Free Asia, das wiederum der US Agency for Global Media, kurz USAGM, untersteht. Die Agency wiederum wird vom US-amerikanischen Kongress finanziert. Seit 2019 ist der OTF allerdings unabhängig. Was ist nun also passiert? Trump hat bei der USAGM einen neuen CEO eingesetzt, Michael Peck. Über diesen hat Trump Einfluss gewonnen auf die Medien, die der Agency unterstehen. Da gibt es nicht nur Radio Free Asia, sondern auch Sender wie Radio Free Europe, Middle East Broadcast Networks und Office of Cuba Broadcasting. Der OTF war zunächst nur ein Beifang. Allerdings hat Peck deren Präsidentin Laura Cunningham und die CEO Libby Liu gefeuert und eine Ausgabensperre verhängt. Diese konnte glücklicherweise fürs Erste richterlich gestoppt werden. Allerdings könnte Peck langfristig die Gelder des OTF zum Beispiel gänzlich anders verteilen für Closed-Source-Projekte. Und das würde die bisher geförderte Infrastruktur wahrscheinlich kaputt machen. Es geht aber nicht nur um Geld. Wenn der OTF untergeht, dann geht auch wahnsinnig viel Wissen und Kompetenz in der Förderung von offenen Technologien verloren. Denn der OTF arbeitet schon jahrelang mit der Community zusammen, aus der diese ganzen Entwicklungen kommen und weiß sehr genau, an welcher Stelle wirklich Förderung weiterhelfen oder wie gute Ideen in tatsächlich gut laufende Projekte umgesetzt werden können. Diese Nachrichten aus den USA haben uns also so ziemlich aufgeschreckt, aber wir wollen nicht wie so ein erschrecktes Reh im Scheinwerferlicht stehen bleiben, sondern mal einen Schritt zurücktreten und die gesamte Situation betrachten.
und auch die Möglichkeiten, die wir hier vor Ort haben. Deshalb habe ich heute Elektra und Elisa hier, die sowohl aus jahrelanger Erfahrung als auch aus aktueller Forschungsarbeit berichten können, wie es denn an anderen Orten als in den USA um Förderung für offene Technologien bestellt ist. Elektra, erzähl uns doch bitte von deinen Projekten. Ja, ich möchte gleich mal vorausschicken, dass ich die Förderung durch das State Department, das auch unter anderem Gelder gibt an den Open Technology Fund, das ist nicht nur reines philanthropisches Interesse, sondern es geht um Außenpolitik der USA. Also es geht auch um geostrategische Strategien. Zum Beispiel das OLSR-Routing-Protokoll, was wir hier in Berlin so um 2003, 2004 angefangen haben, benutzbar zu machen, wurde unter anderem eingesetzt in Kuba und sollte eben da die Internetsituation verbessern für die Oppositionellen in Kuba. Und naja, die US-Politik gegenüber Kuba ist ja, dass man ja alles versucht, irgendwie Embargo und so weiter. US-Bürger durften nicht einreisen. Also es werden damit auch knallharte politische Interessen verfolgt. Das ist ja auch so eine gewisse schizophrene Situation, dass ein Teil des US-amerikanischen Staates Geld ausgibt für Open Source, was gegen Überwachung hilft. Und ein anderer Teil versucht, genau das zu durchbrechen. Und das ist so eine gewisse Schizophrenie und es ist halt eben solche Sender wie Radio Free Asia, das ist genauso. Ja, es ist, eigentlich geht es auch um Propaganda, also um eigene Inhalte irgendwie propagandistisch zu verbreiten und auch das durch Open Source Technologien zu unterlegen. Und ich weiß jetzt nicht, das Volumen des Open Technology Fund waren, glaube ich, 15 Millionen Dollar pro Jahr. 20 Millionen. Und natürlich ist es absolut begrüßenswert. Also man hat da auch das nicht, das ist keine homogene Gruppe. Die einen Leute, die das fördern, die finden die Idee von Open Source gut und anderen Leuten finden es gut, weil man damit politische Gegner irgendwie angreifen kann. Das möchte ich gleich auch noch dazu sagen, weil für mich war das echt befremdlich zu wissen, dass die Technologie, an der ich mitgestrickt habe, eben für die kubanische Konterrevolution quasi verwendet wird. Das war für mich auch eine interessante Erfahrung. Wir sind eigentlich schon fast bei der Diskussion angelangt, nach ganzen 7 Minuten Sendung. Aber lass uns doch noch mal ein bisschen mehr, bevor wir in die Diskussion einsteigen, ein bisschen mehr drüber sprechen, was ihr so Erfahrungen mit Projekten habt. Also an was arbeitest du denn gerade oder an was hast du als letztes gearbeitet? Also ich habe seit 1996 verwende ich Open Source. Und es ist auch etwas, was mich fasziniert hat. Als ich meine erste Linux-Distribution installiert habe, fand ich das unheimlich toll, dass ich den Quelltexte habe, dass ich umfangreiche Dokumentation habe. Das war wie ein ganzer Planet, also ein Softwareplanet, in dem ich mich ausbreiten konnte und dann auch noch in Kollaboration mit anderen Menschen. Und die Open-Source-Geschichten und die ganzen Projekte, die ich gemacht habe bis circa 2008, waren nicht von irgendetwas gefördert. Also es handelte sich immer um, ja, von dem Wunsch, irgendwie die Gesellschaft zu verbessern, und die Begeisterung an der Kollaboration getriebene Projekte. Also Geld hat in dem Moment keine Rolle gespielt, aber ich war sehr, sehr arm. Also ich habe irgendwie, ja, und dann hat sich das aber ergeben, dass ich quasi durch Support, also den ich geleistet habe für die Projekte, die ich entwickelt habe, fing ich dann an, so das erste Geld zu verdienen. Und jetzt sind wir in der Situation, ich habe jetzt zweimal beim Prototype Fund in Runde 3 und Runde 6 konnte ich Technologie entwickeln. Also der Prototype Fund fördert leider nur Software, aber ich habe dann immer so gemischte Software- und Hardware-Projekte gemacht, wo ich die Hardware halt ohne Förderung entwickelt habe und die Software konnte ich dann recht komfortabel mit Geld aus dem Prototype Fund finanzieren. Das ist für mich eine ganz neue Erfahrung. Also für mich persönlich ist es so, ich würde eigentlich nichts anderes machen wollen als für die Public Domain, also für die Weltbevölkerung irgendwie sinnvolle Technologien irgendwie zu stiften, indem ich die entwickle mit anderen Leuten kollaborativ und dass ich davon leben kann, weil vorher war das nicht der Fall. Also das war, ja, war ich sehr arm, aber halt idealistisch in diesem Sinne. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Und wenn wir jetzt irgendwie von 20 Millionen Dollar reden, also ich meine, wenn
die Gesellschaften an sich erkennen, dass es auch sinnstiftend ist und auch förderlich für die Gesellschaft ist, dann kann man jetzt das, was der Trump mit seiner Politik macht, also kann man es überhaupt noch Politik nennen, kann man das eigentlich ersetzen und man kann eigentlich da auch von anderer Seite Geld reinstecken, vielleicht auch mit weniger politischem Drive, also nicht das große Schachbrett der geostrategischen Handlungen. Ja? Okay, Elisa, du hast dazu geforscht im letzten Jahr zu Open-Source-Projekten und da gab es gerade einen Report, der herausgegeben wurde. Mhm. Um was geht's denn in dem Report? Genau, vielleicht gebe ich noch mal ein bisschen Kontext, warum wir diesen Report überhaupt geschrieben haben. Und zwar, Elektra, du hast es schon gesagt, es gibt den Prototype Fund. Das ist das erste öffentliche deutsche Open-Source-Förderprogramm. Es gab jetzt im Nachgang noch ein paar andere, die ja auch versucht haben, das zu Recht zu kopieren und das auch ganz großartig machen. Das Ziel des Prototype Funds ist es, Einzelpersonen, also auch ganz klassisch, ne, wie du gerade erzählt hast, du hattest so eine Motivation, daran zu arbeiten, du hast jetzt aber weder eine Firma noch irgendwie einen großartigen Verein hinter dir, genau, solche Personen zu unterstützen. Und im Laufe dieser Arbeit haben wir festgestellt, erstens, dass der Bedarf da ist und groß ist, aber dass der Prototype Fund in dem, was er machen kann, rein rechtlich, denn das sind ja Steuergelder, das sind zu Recht auch Grenzen vorgegeben, wie diese Gelder ausgegeben werden können. Zum Beispiel eben diese Trennung in Software und Hardware. Das ist durch die Anbindung an ein bestimmtes staatliches Budget, kann davon eben einfach rechtlich nur Softwareentwicklung gefördert werden. Und deswegen haben wir wiederum auch mit Förderungen, da schließt sich der Kreis, also eine Kaskade von Förderungen, der Ford Foundation und der Sloan Foundation, das sind Familienstiftungen aus den USA, eine Studie dazu durchgeführt, wie Open-Source-Projekte eigentlich arbeiten, vor allem auf der Infrastrukturebene, weil wir denken, dass Projekte, die so eine App produzieren, die können noch irgendwie erklären, was sie da tun. Da hat man ein Logo und da hat man eine Nutzerbasis und man kann sich das auf dem Telefon installieren, sowas wie eine Library, also eine Art Baustein, den aber ganz viele andere digitale Projekte verwenden. Das ist ganz schwer zu erklären, was man da eigentlich macht und warum das total wichtig ist. Und deswegen haben wir uns mit dem Report auf diesen Infrastrukturbereich konzentriert. Wir haben im Zuge des letzten Jahres, wenn ich wir sage, dann sind das neben mir noch Katharina Meyer und Julia Kläuber gewesen, mit ganz vielen Projekten, die in diesem Bereich arbeiten, auch sehr stark, also nicht nur Infrastruktur, sondern auch Sicherheit, also Datensicherheit, aber auch so Systemsicherheit, Kommunikationssicherheit gesprochen und geschaut, woran fehlt es euch eigentlich? Und haben dann auch versucht rauszufinden, inwieweit ist dieses Selbstbild, das die Leute haben, also wenn die denken, naja, gib mir $1 Million und dann ist alles cool, inwieweit ist das überhaupt tragfähig? Also vielleicht so ein bisschen zwischen den Zeilen zu lesen. Mhm. Und dieser Report ist jetzt mit viel Blut, Schweiß und Tränen, nein, das ist übertrieben, uns vor ein paar Wochen erschienen und wir freuen uns auch sehr. Und der kommt natürlich leider, muss man sagen, zu einer genau richtigen Zeit, weil wir natürlich hoffen, dass dieser Report, der sich eben konkret an Förderer wendet und aufzeigen soll, was sie tun können, um gut diesen Bereich Open-Source-Entwicklung, Entwicklung von offenen Infrastrukturen, Entwicklung von Public-Interest-Tech, wie sie das gut machen können und welche Mechaniken sie da nutzen können. Weil wir natürlich hoffen, dass jetzt auch im Zuge dieses ganzen Open-Tech-Funds Debakels, muss man ja sagen, noch ganz andere Organisationen, die wir vielleicht gar nicht als Funder so richtig auf dem Schirm haben, endlich mal verstehen, dass ihre Aktion und ihre Unterstützung echt notwendig ist. Elektra, was ist denn deine Erfahrung mit dem Open Technology Fund? Du bist jetzt auf der Funderin-Seite gewesen und du auf der gefundeten Seite. Aber nicht vom Open Technology Fund. Achso. Entschuldigung, Prototype Fund meine ich. Genau. Die Erfahrung ist total, ja, es ist für mich absolut positiv gewesen. Also, was soll ich sagen? Das ist eigentlich traumhaft. Also, das kann gerne so weitergehen. Das ist super. Also, hab noch viele Ideen, die man umsetzen kann und so. Das
finde ich großartig. Und beim Prototype Fund, es steht, glaube ich, immer so im Hintergrund, also es soll irgendwie dann auch wirtschaftlich genutzt werden. Ich glaube, das ist auch so die Idee von der staatlichen Förderung. Aber was auf jeden Fall dabei herauskommt, ist Software für die Welt. Und jetzt nicht gleich mit so Schnüren angehängt, also dass man damit vielleicht doch irgendwie andere Länder irgendwie umstürzen kann damit, sondern ja, es ist eigentlich so gedacht irgendwie, also das kannst du mir wahrscheinlich besser genauer sagen, was da die Motivation ist. Aber es soll halt auch vielleicht etwas herauskommen, was wieder dann Geld einbringt, auch den wirtschaftlichen Standort stützt. Und ja, ich denke, das ist auch eine der Motivationen, oder? Genau, da würde ich gerne gleich einhaken, weil das natürlich ganz richtig ist. Und aus meiner Sicht kommt natürlich jedes Geld mit Bedingungen und auch einer Ideologie, die daran geknüpft ist. Und ich glaube, was beim Prototype Fund ganz gut funktioniert, ist, dass es erstmal, es ist eine Art Vertrauensbonus, den Leute kriegen, um einfach mal eine Idee, die sie gut darstellen können, rein verbal in Code zu gießen und einfach mal entwickeln können. Also die spielen sich so ein bisschen ein halbes Jahr frei. Aber das Problem ist, und das sagst du ganz richtig, dass die Idee ist, dass danach ein Produkt entsteht, das wirtschaftlich genutzt werden soll. Also es, mit dem Prototype Fund ist keine Langzeitförderung möglich. Das ist gar nicht angelegt. Und natürlich kann man sich immer wieder mit einer neuen Idee bewerben, aber dann ist auch die Frage, wie ist das denn dann überhaupt nachhaltig und ist das der Sinn der Sache? Und deswegen, und das war auch so ein bisschen die Intention bei unserem Report, glaube ich, wir brauchen andere Fördermaßnahmen, die genau so coole Programme wie den Prototype Fund einfach noch ergänzen. Denn das große Problem bei Technologieentwicklung ist auch Maintenance. Es gibt ganz großartige Produkte, die aber natürlich immer wieder gewartet auf den neuesten Stand gebracht werden müssen. Und mit dieser sehr innovationslastigen Förderung, die wir in Deutschland, aber auch generell in Europa haben, haben wir das Problem, dass wir immer neue Produkte auf den Markt ballern, wo es eigentlich schon gut funktionierende Dinge gibt. Einfach, also dass die Leute auch Dinge neu erfinden, weil sie über die Förderlogik dazu gezwungen werden. Und das ist natürlich total schade. Und wenn man das mal überträgt, das Internet ist ja hoffentlich, und ich glaube, wir alle arbeiten daran, dass es eben auch nicht dazu kommt, kein rein kommerzielles Konstrukt. Ich meine, es gibt große Firmen, die genau das wollen, aber wir sind das kleine gallische Dorf, das irgendwie noch dagegen arbeitet. Das heißt, das soll sich vielleicht auch gar nicht finanziell tragen. Aber woher dann diese Innovationslogik, dass daraus irgendwie ein Startup und ein Produkt entstehen muss, das sich selber trägt? Stellen wir mal vor, das Straßenbauamt, das also auch eine ähnliche Art von Infrastruktur bereitstellt, würde nur neue Straßen fördern, aber nicht die Instandsetzung von alten. Ich meine, wie sehen das da draußen aus? Alles wäre asphaltiert, totaler Quark. Und deswegen plädieren wir dafür, vielmehr auch Maintenance als förderwürdige Arbeit anzuerkennen, gerade weil wir in Internet- und Kommunikationstechnologien brauchen, die im öffentlichen Interesse stehen und die eben nicht von den großen Tech-Firmen, von der G-Mafia dominiert wird. Möchte ich nochmal unterstreichen, das Internet wurde nicht konzipiert als das Produkt eine Gesellschaft, also eine Firma, die das dann vermarktet, sondern das Internet bringt dadurch etwas für die Gesellschaft, also wenn man jetzt von der ökonomischen Seite kommt, also ich denke nicht in Kategorien wie Produkt und Markt, also das tue ich persönlich nicht, aber es ist eine wichtige Ressource für die Welt und es ist eben kein Produkt. Natürlich gibt es drumherum ganz viele Firmen, die da irgendwie Services und Dienstleistungen dafür anbieten, aber es wurde eben nicht als Produkt für den Markt konzipiert. Und es ist trotzdem ja eine der wichtigsten Ressourcen für die Gesellschaft heutzutage. Das darf man nicht vergessen. Und aber die ökonomische Überlegung ist natürlich immer auf Produkt und so weiter ausgerichtet und natürlich auch die Förderung vom Prototyp an. Und wir sind das beste Beispiel hier. Ne? Wir sitzen hier und streamen in die Welt und hoffen, dass am anderen Ende an den Fernsehgeräten zu Hause irgendwie Leute sitzen und uns zuhören. Corona hat gezeigt, wie essentiell es ist und gleichzeitig, wie schändlich schlecht wir darauf vorbereitet sind. Das Beispiel war in Berlin. Berlin hat, ich glaube, die Stadt Berlin hat 100.000 Angestellte und dafür 4.000 VPN-Zugänge. Das heißt, die nutzen also diese VPN-Zugänge, um von zu Hause auf das Internet zugreifen zu können und also mit einer sicheren Verbindung die Akten von zu Hause bearbeiten zu können. Die nutzen das also im Schichtsystem, nur als Beispiel. Und ich glaube, wir können jetzt nur
Corona nutzen. Ich glaube, Churchill hat das gesagt, never let a good crisis go to waste. Dass wir tatsächlich auch jetzt einfach wirklich mal verstehen, dass das Internet einfach grundlegend ist und wir das brauchen und noch viel mehr ausbauen, nutzen und vielleicht auch ein bisschen mehr politisieren müssen. Ja, also die wurde schon häufig gesagt, die Schwächen der Infrastruktur legt das Covid-19 gnadenlos bloß. Und die Freifunker, die entstanden sind aus dieser Idee, lasst uns Software-Tools entwickeln, mit denen Menschen zur digitalen Selbsthilfe schreiten können, um sich ihre eigene Kommunikationsinfrastruktur durch das Prinzip gegenseitiger Hilfe aufzubauen. Das war so der Grundgedanke hinter den Mesh-Netzwerken, für die wir die Technologie entwickelt haben. Daraus ist eben Freifunk parallel als Bewegung entstanden und jetzt gibt es Freifunker, die da eingreifen, wo Schülerinnen und Schüler gar kein Internet haben, um am Home-Unterricht teilzunehmen. Oder die Plattformen bereitstellen, also die Jitsi, diverse Jitsi-Server laufen im Moment, also die eine Alternative sind zu Zoom, damit irgendwie Infrastruktur da ist, damit Leute überhaupt solche Videostreaming-Konferenzen abhalten können. Also aus dieser Open-Source-Idee geboren wurde dann die Idee, offene Infrastrukturen aufzubauen. Und dieser offene Infrastrukturen-Gedanke hat sich jetzt so weiterentwickelt, dass die Freifunker tatsächlich so als Dienstleister, als kostenlose Dienstleister auftreten, die mit gespendeten Serverkapazitäten irgendwie hier Kommunikationsinfrastrukturen aufbauen. Meine Freundin ist Lehrerin, sie macht damit Unterricht. Ja, also da greift das alles ineinander und das hätten wir ohne die Open-Source-Entwicklung und die daraus folgende offene Infrastrukturentwicklung, das hätten wir heute gar nicht. Ist Open Source denn ohne Förderung möglich überhaupt oder braucht es immer eine Förderung? Die traditionell hat es ohne Förderung funktioniert. Das waren, also ich meine, Programmiererinnen, Programmierer, sicherlich, weil wir da einen starken männlichen Überschuss haben, sicherlich sehr männlich, aber das waren Menschen, die sich für solch, also die Anfangszeit, wo ich mitgemacht habe, das waren Menschen, die einfach ein gutes Gehalt hatten und dann noch Freizeit hatten, um neben ihrem Beruf, wo sie nicht erfüllt waren, irgendwie, man programmiert halt irgendwas für irgendeine Firma, hinter dem man nicht steht. Und dann hat man aber noch Kapazitäten frei und kann es sich leisten, auch andere Programmierprojekte zu machen. Und so hat sich das gebildet. Aber das ist ja immer systemrelevanter geworden. Ja, es hört sich an, als wären da doch noch sehr viele Wenns und Abers dran. Und ich frage mich vor allen Dingen gerade, also letztendlich gibt es ja auch daran ein staatliches Interesse, dass der Laden weiterläuft, auch inmitten einer Pandemie. Und sollte dann Förderung tatsächlich nicht nur Stiftungen obliegen, sondern sollte der Staat sich vielleicht nicht auch selber darum kümmern? Aber es ist eine zweischneidige Sache. Da kommen eben diese Strings, also diese Fäden, die da dranhängen, dass dann womöglich nur bestimmte Dinge gefördert werden. Und also meine Erfahrung mit dem Prototype fand es irgendwie, ist eine großartige Sache. Die Strings, die da rausfallen, sind eher so die Erwartungen, dass es ein Produkt gibt, aber die werden halt auch beim Prototype Fund nicht unbedingt erfüllt. Also marktfähige Produkte kommen da jetzt nicht unbedingt in großer Zahl dabei heraus, oder? Das ist richtig. Ich glaube, nach 6 Monaten ist auch nicht immer mit einem marktfähigen Produkt zu rechnen und vielleicht ist das auch echt ein guter Showcase dafür, dass eine nachhaltige Form der Finanzierung dann eben doch notwendig ist in manchen Bereichen. Ich möchte aber, bist du? Bitte. Ich möchte nur ganz kurz auf einen Punkt noch eingehen, weil du hast gerade was super Spannendes gesagt, nämlich, dass die eher männerlastigen Programmierer, die hatten gutes Gehalt und haben in ihrer Freizeit Open Source programmiert. Und das fand ich tatsächlich auch einen spannenden Aspekt, den wir auch in unserem Report aufgegriffen haben. Denn diese Tatsache, dass das wirklich, wer Open Source macht, sehr oft privilegiert ist. Das mag ein indirektes Privileg sein, weil Leute aus Industrienationen kommen, weil sie überhaupt erstmal Zugang zu Technologien haben. Aber Leute, die wirklich lange und vielleicht nicht nur in Anführungsstrichen einen 8-Stunden-Tag für ihren Lebensunterhalt arbeiten müssen, tragen in ihrer Freizeit nicht noch zu Open Source Projekten bei, die können sich da überhaupt kein Fame erarbeiten. Und wenn wir schauen, wie die Arbeit im Haushalt verteilt ist, wenn wir schauen, wie Arbeitszeiten außerhalb der Industrienationen in Wirklichkeit aussehen, dann erklärt das auch, warum die Open-Source-Communities,
gibt ja auch diverse, doch alle super homogen sind und warum das alles sehr archetypisch ist, wer da beiträgt. Und ich glaube, das ist ein Problem. Einerseits lebt die Open-Source-Szene von dieser Unabhängigkeit. Das ist ihre Stärke. Und ich glaube, das trägt auch so ein bisschen zu dieser Identität bei, dass man das aus Überzeugung macht und eben nicht aus Geld, also nicht Gier, aber einem Gewinninteresse. Das heißt aber auch gleichzeitig, dass echt viele Menschen ausgegrenzt sind und nicht dazu beitragen können, die faktisch was beitragen könnten. Kann ich nur ganz deutlich unterstreichen. Ich war in Südafrika unterwegs, ich war in Chile unterwegs und habe dann festgestellt, dass diese Kapazitäten, die ich kennengelernt habe hier in Berlin Anfang der Nullerjahre, dass da Leute das Können haben und auch die Zeit haben und auch die Motivation haben, solche Open-Source-Technologien zu entwickeln, die gibt es dort einfach nicht. Einfach weil der ökonomische Druck das gar nicht zulässt. Also die Leute haben nicht die Möglichkeit, in der Freizeit sich in solche Projekte einzuarbeiten. Das sind wirklich nur im Vergleich zu hier ganz, ganz wenige Leute, die das überhaupt können. Und die werden aber natürlich auch händeringend gesucht, weil es war ja kein Modell, aber heute würde man es als Erfolgsmodell bezeichnen, dass Menschen einfach aus eigenem innerem Antrieb heraus solche Technologien entwickelt haben, einfach weil sie Spaß daran hatten, weil sie intuitiv wussten, dass sie damit etwas Positives zur Gesellschaft beitragen und ja, weil es ihnen einfach Spaß gemacht hat. Ja, und jetzt geht's nicht mehr ohne und jetzt müssen wir gucken, dass dieser Spirit, also diese Attitüde nicht weggeht und dass es natürlich auch femininer wird. Ich finde tatsächlich die Frage nach der Rolle von staatlicher Förderung, ja, es ist eine Herausforderung. Wir haben Projekte auch in unserem Report danach gefragt, was für Erfahrungen sie so mit Förderungen haben. Und in einem Interview fiel das Zitat, wo es um die politische Dimension von den verschiedenen Fundern ging: Ach, wir wurden eigentlich bisher für alles Funding angefeindet, das wir angenommen haben. Also ich glaube, Funding hat immer Strings attached und gleichzeitig ist der Gedanke der notwendigen Unabhängigkeit auch so tief tatsächlich in vielen Projekten noch verankert, dass allein schon die Tatsache, Geld anzunehmen für manche Dinge auch schon eine Glaubensfrage sein kann. Also ich glaube, da gibt es auch vielleicht nicht die einfache Antwort, sondern vielleicht schauen wir nicht nach der einen Lösung. Das ist ja auch nicht besonders resilient, zu sagen, wir machen halt irgendwie einen großen Topf auf, dann kommt halt der nächste merkwürdige Politiker mit einer komischen Frisur und sägt das wieder ab. Und deswegen wäre ich tatsächlich eher dafür zu schauen, wie können wir den Gedanken davon, Open-Source-Technologien und Infrastrukturen zu fördern und zu unterstützen, wirklich tief in unserem Alltag und in allen Behörden, in allen Regularien, die wir so haben, verankern. Das ist dann irgendwie Deutschland, Landesebene, Gemeindeebene, EU-Ebene. Vielleicht ist es auch eine Aufgabe der UN und der UNESCO. Ich meine, es konnte halt einfach wachsen, weil der biologische Raum, ja, im übertragenen Sinne, dafür vorhanden war. Und du hast das Wort Resilienz verwendet, also man sieht, wie untauglich das ist, sich da vom US-amerikanischen Staat und dem State Department unter anderem da abhängig zu machen. Also wenn man anfängt, darauf angewiesen zu sein, und das Misstrauen ist halt auch unter anderem damit begründet, wenn es so hochsicherheitsrelevante Sachen sind wie Tor, ja, wie Signal, da ist natürlich schon der Verdacht, liegt dann immer recht nahe, ob da nicht doch auch Einfluss genommen wird auf die Sicherheit von solchen Projekten. Mhm. Weil ganz ehrlich, beim Source Code ist es so, der wird gar nicht so viel gelesen, wie viele Leute vermuten. Also so viele Augen, die diesen Code analysieren, gibt es gar nicht. Also die da effektiv reinschauen und da auch Fehler entdecken können. Der Open Technology Fund hat auch viele Code Reviews finanziert und das ist eine gute Sache. Aber man kann auch nur hoffen, dass die Leute dann wirklich alle Fehler, die sie entdecken, tatsächlich auch reporten und nicht sagen, na, der Fehler, der ist zu gut, den behalten wir uns auf. Ja. Aber das ist wirklich eine spannende Frage, denke ich, ob man ableiten aus der Geschichte des
Open Technology Fund, also wie er entstanden ist, darauf schließen kann, dass letztendlich die Projekte, die dabei rauskommen, auch noch von der ursprünglichen Gründung beeinflusst sind. Denn klar, das ist mal aus dem vom State Department ins Leben gerufen und war sehr abhängig von der US Agency for Global Media und auch dem Radio Free Asia, aber der OTF, der ist ja dann da irgendwann auch unabhängig geworden und es gibt halt, also die Leute, die bei dem OTF arbeiten, die sind ja letztendlich auch selber aus der Open Source Community, ne? Und da gibt's die Programmmanagerin und das und dann nochmal das Advisory Board, was irgendwie draufschaut. Und da gibt's ja Prozesse, die tatsächlich versuchen, das sicherzustellen, dass die Technologien auch wirklich unabhängig und Open Source sind. Und das letztendlich hat man dieses Problem ja überall, ne? Es gibt nirgendwo Funding ohne jeglichen Grund. Also Funder haben immer irgendeine Motivation und das ist letztendlich auch das Gleiche in der humanitären Hilfe. Und bei der humanitären Hilfe, da wird diese Idee oder dieses Konzept total hochgehalten, dass unbedingt unabhängig gefördert werden muss und dass die Gelder auch nur dem Zweck zugeführt werden, also dem den Menschen zu helfen, die den größten Bedarf haben und da keine politischen Absichten dran zu heften. Aber letztendlich ist alles immer doch auch irgendwo politisch verknüpft, ne? Also es gibt keine ganz unabhängige Förderung. Und gerade haben wir auch gesehen, wenn dass Trump letztendlich der WHO auch aus politischen Gründen den Geldhahn zugedreht hat. Und dann könnte man wiederum die Frage stellen, okay, aber was waren denn vorher die politischen Gründe, um den überhaupt der WHO überhaupt Geld zu geben? Es ist nie politisch unabhängig. Und ich glaube, das Wichtige ist, was macht man letztendlich mit den Geldern und gibt es da halt einen guten Prozess, um sicherzustellen, dass dann eben keine Strings attached mehr sind bei dem Endergebnis. Ich wollte nur sagen, also ich wollte damit keinen Generalverdacht aussprechen. Ich wollte nur sagen, wenn manche Leute misstrauisch sind gegenüber solchen Projekten, könnte das unter anderem auch daran liegen. Und also für mich war das halt eine persönliche Sache, dass ich gemerkt habe, dass halt so Community-Leute für bestimmte Sachen früher vom State Department instrumentalisiert wurden. Sie fanden das toll, irgendwie da ist auf einmal ein Geldsegen, der sich auftut. Und deswegen habe ich auf diese Strings, die da dranhängen, hingewiesen. Aber das möchte ich hier ganz klar sagen, ich möchte keinen Generalverdacht und keine Verschwörungstheorien ausbreiten in diesem Sinne. Nee, also ich glaube auch, da muss man einmal ganz klar trennen zwischen den Menschen, die für den Open Tech Fund arbeiten und dem größeren politischen System, an das angedockt ist. Und von diesen Abhängigkeiten können die sich eben nur so weit frei machen, wie das System es ihnen jeweils erlaubt. Und ich glaube, die haben die letzten Jahre einen verdammt guten Job gemacht, das zu tun. Ich glaube, dass die Menschen, mit denen ich vom OTF zu tun hatte, dass sie die allerbesten Absichten hatten und auch einfach wirklich verdammt gute Arbeit geleistet haben. Wie wir jetzt aber sehen, ist es möglich, dass das politische System da ziemlich schnell einen Fuß in die Tür klemmt und sagt, Moment, ich bin jetzt hier, so geht's jetzt nicht weiter. Und das zeigt ja ganz deutlich, dass eben die Arbeitsleistung nur so gut ist, wie das System es erlaubt und eben kein Verlass ist. Es müssen schon grundlegende Werte, finde ich, klar sein, damit so ein Förderprogramm, ein Geldgeber verlässlich sein kann. Denn dass es mit der Verlässlichkeit eben nicht sehr weit her ist, sehen wir jetzt gerade. Ich möchte nur eine Anmerkung machen. Also das Verhalten der Trump-Regierung ist ja schon zum großen Teil erratisch. Also der Open Technology Fund ist unter den Demokraten entstanden. Im Prinzip sollte alles bekämpft werden, was irgendwann mal auf die Demokraten zurückzuführen ist. Oder WHO. Es braucht einen Sündenbock. Ja, die USA haben jetzt 128.000 Corona-Tote, Stand 29. Juni gehabt. Das sind irgendwie 43 Mal so viele, wie 9/11 gestorben sind. Und natürlich braucht Trump einen Sündenbock.
Ja, also das ist natürlich jetzt ein Sidetrack, das hat jetzt mit unserer eigenen Diskussion nichts zu tun, aber dass der Open Technology Fund deswegen jetzt keine Gelder mehr kriegt, das hängt auch mit einer erratischen Politik das zusammen. Das ist keine ausgefeilte, raffinierte Strategie, die da im Hintergrund steht. Ja, wie kommen wir denn da raus? Habt ihr Ideen? Was kann man dagegen tun? Ich glaube, wir müssen viel besser werden im Geschichten erzählen. Denn Menschen finden das Internet gut, weil es für sie funktioniert, ohne dass sie wissen müssen, wie es funktioniert. Und ich glaube, das mal anzuerkennen ist notwendig und dann aber zu erzählen, an welchen Stellen das alles hakt und vielleicht nicht zu erklären, Open Source ist wichtig, weil, sondern du möchtest ein Produkt haben, bei dem du nicht in einem Produkt-Silo landest, bei dem du nicht, mein klassisches Beispiel ist Apple, ne, da die entscheiden, machen irgendeine Designentscheidung und können das über all ihre Produkte bestimmen, wie du weitermachst. Wenn du dagegen einen Linux-Rechner nutzt, dann ist erstmal das Betriebssystem entkoppelt von den Hardware-Menschen. Du kannst einfach auf ein anderes Linux switchen. Also du hast tatsächlich mehr Unabhängigkeit, also mehr in tatsächlich in Werten oder auch in Konzepten sprechen, die ja ein bisschen leichter verständlich sind und auch einfach relevanter für die Menschen an sich. Und das setzt sich natürlich auf dieser Infrastrukturebene auch total fort. Wenn wir schauen, dass sowas wie App Stores, die an Firmen gebunden sind, ein riesiges Problem sind, weil die in einigen Ländern, die Proteste in Hongkong haben das gezeigt, auf einmal Apps zurückziehen, die von protestierenden Menschen genutzt werden, um sich zu organisieren und um sich auszutauschen. Auf einmal ist diese App nicht mehr verfügbar. Google hat das gemacht, Apple hat das gemacht, GitHub, das ja inzwischen von Microsoft besessen wird, hat auch eine Codebasis gesperrt. Und das finde ich unfassbar. Und diese Geschichten müssen wir viel mehr erzählen, wie abhängig wir wirklich sind und dass wir gerade eigentlich auch nur das nicht merken, wie abhängig wir sind, weil es uns noch relativ gut geht. Aber die Geschichten, wo wirklich der Laden brennt, die gibt's um uns herum. Und da müssen wir besser werden im Erzählen, Erzählen, Erzählen. Mir ist nochmal dieses Wort Produkt aufgestoßen. Das ist, glaube ich, ein in unserer konsumeristischen Gesellschaft wollen Leute ein Produkt kaufen. Und wenn sie dafür Geld bezahlen, haben sie eine Erwartung. Und sie haben aber auch die Erwartung, dass sie zufrieden sind mit dem Produkt, was sie gekauft haben. Das ist zum Beispiel so, es gibt einen wunderschönen Text von Neal Stephenson, In the Beginning was the Command Line, wo er über diese unterschiedlichen Philosophien von Linux, von Microsoft und so weiter philosophiert. Und die Linux-Systeme sind wirklich super, super interessant. Aber man kauft sie eben nicht als Produkt und auch diese Haltung irgendwie ist eine andere. Und ich sehe das immer mit Schmerzen, wie unbefriedigend das ist, womit andere Leute sich abgeben, aber sie haben halt Geld dafür bezahlt und deswegen haben sie auch die Erwartung und denken, es ist auch gut. Ja, das ist also diese, von daher komme ich da jetzt nochmal drauf, weil also dieses Produkt, das hat immer sowas mit Konsum zu tun. Irgendwo im Internet habe ich eine Webseite, auf der steht sowas Sinngemäßes wie: Open Source ist wie ein Haustier. Man muss es hegen und pflegen und meistens ist es lieber, aber manchmal kackt es einem auf den Teppich. Und ich glaube, das trifft es echt ganz gut. Also man muss echt damit interagieren und es geht halt auch mal schief. Und gleichzeitig verstehe ich aber auch, dass man es nicht von allen Menschen verlangen kann. Genauso wie ich meine Schuhe nicht reparieren kann. Mein Fahrrad begrenzt reparieren kann, muss ich zu meiner Schande gestehen. Wir sind in unterschiedlichen Dingen gut und vielleicht ist die arbeitsteilige Gesellschaft auch von Vorteil. Das muss ja nicht gleich in Konsum und in Produktdenken enden. Aber ja, wir haben unterschiedliche Stärken. Es gibt jetzt tatsächlich eine Frage aus dem Internet, aber vorher muss ich mich selber noch mal kurz dran nehmen und für unsere Zuschauerinnen, die vielleicht nicht ganz so familiär mit der ganzen Thematik sind, könnt ihr noch mal ganz kurz sagen, wofür braucht es eigentlich Open Source? Was macht Open Source gut im Gegensatz zu Closed Source? So ganz kurz. Na, Open Source heißt, es ist quelloffen. Also für Leute, die jetzt von der Programmiererei nicht so viel verstehen. Wenn man eine Software programmiert, schreibt man Quelltext. Der ist in einer Form, die man noch lesen kann. Also man
Das wird dann in Maschinencode übersetzt, der ist eigentlich nur für wenige Cracks auf diesem Planeten irgendwie lesbar und nachvollziehbar. Und traditionell war Software, naja, das stimmt gar nicht so, ab einem bestimmten Zeitpunkt, unter anderem durch Microsoft, wurde Software zu Closed Source gemacht, um durch Lizenzen und so weiter irgendwie Geld verdienen zu können. Und das brach dann so in den 80ern, brach das langsam auf. Und seitdem haben wir wieder Open Source. Und die Software kann gelesen werden, sie kann weiterverwendet werden. Und das heißt, man muss nicht immer das Rad neu erfinden. Man hat immer einen immer größeren Baukasten, aus dem man neue Dinge zusammensetzen kann und auch Vorlagen, wo man schauen kann, wie andere Leute etwas gemacht haben. Und das treibt die Entwicklung von Software rapide voran. Und das beste Zeichen dafür ist, Open Source hat sich entwickelt, obwohl es nicht irgendwie von Firmen ursprünglich finanziert und bezahlt und kommerzialisiert wurde. Es hat trotzdem diese großen Sprünge gemacht, sodass heute ein großer Teil unserer Dienste, die wir im Internet in Anspruch nehmen, darauf basieren, dass da Open Source Software im Hintergrund läuft, weil es sich durchgesetzt hat in diesem Punkt. Und vielleicht noch, um das zu ergänzen, was ich ganz spannend finde, und du hast es schon gesagt, ist, dass Closed Source, also proprietäre Systeme, ja, die haben so ein Konzept von geistigem Eigentum. Also da geht es nicht um die Anpassung, da geht es nicht um die Bereitstellung, es geht wirklich der Besitz von einem Softwareprodukt, das man dann eben begrenzt, limitiert verkaufen kann. Und ich, das finde ich tatsächlich das Spannende, oder für mich persönlich das Spannendste an dem ganzen Open Source Bereich, ist wirklich, es ist eine, schon stellt unser Wirtschaftssystem, das wir hier vorherrschend haben, grundlegend in Frage und zeigt gleichzeitig auf, dass es ja erfolgreiche Open Source Firmen gibt, wie Red Hat, wie Nextcloud, die um ein Open Source Produkt herum, also einen Code, den jeder und jede sich nehmen kann und verändern kann und anpassen kann, Dienstleistungen entwickeln. Zum Beispiel, sie stellen das bereit oder sie bauen nochmal extra Tools oder Plugins, damit das dann eben auch für große Firmen und deren spezielle Anforderungen funktioniert. Ja, damit das läuft. Und die überleben auch. Die können sogar in dem kapitalistischen System Bestand haben. Und das finde ich einen ziemlich starken Punkt für Open Source. Das ist so das traditionelle ökonomische Modell hinter Open Source. Du hast Red Hat genannt. Das ist, so viel ich weiß, eine der ersten Firmen, die überhaupt in der Lage waren, mit Open Source Geld zu verdienen. Aber da können wir natürlich auch weit drüber hinausgehen, weil irgendwann ist die Kapazität von den Menschen erschöpft damit, dass sie gar nicht mehr so viele Innovationen machen können, sondern quasi nur noch dieses Housekeeping machen müssen, weil sie nur noch irgendwie Support leisten müssen. Mhm. Und am besten ist natürlich eine Software, die möglichst wenig Support braucht und die möglichst selbsterklärend ist. Da gibt es auch so dann möglicherweise gegenläufige Effekte. So, dann wollen wir auch mal unser Publikum zu Wort kommen lassen. Und zwar die erste Frage ist, was können wir vom OTF oder Prototype Fund lernen, wenn wir über Diversität sprechen? Ich kann vielleicht mal anfangen. Ich erinnere mich noch an die ersten Runden vom Prototype Fund. Und damals waren wir ein rein weibliches Team. Und die Bewerberzahlen waren quasi das Gegenteil. Deswegen auch Bewerberzahlen. Und nicht umsonst haben wir deswegen die dritte Runde unter das Thema Diversität gestellt. Und wir haben unter Diversität nicht nur eine Diversität von den Entwicklerinnen und Entwicklern und deren Herkünfte und deren Interessenslagen und so weiter definiert, sondern auch diverse Zielgruppen. Wenn man schaut, die großen Firmen entscheiden, wer kaufkräftig ist, und für die Leute entwickeln sie Produkte. Das ist natürlich auch echt nicht divers. Und ganz viele Leute können so Standardprodukte von der Stange nicht wirklich gut nutzen, wegen körperlicher Einschränkungen zum Beispiel. Ich glaube, dass wir gut daran tun, Diversität zu fördern und dass dadurch die Produkte auch besser werden, eben weil das dann nicht mehr diese Scratch-Your-Own-It-Mentalität ist, wo Leute ein Tool entwickeln, weil sie das selber gerade brauchen und vielleicht noch irgendwie die Freunde, die aber ja auch oft sehr ähnlich sind, und tatsächlich ein bisschen mehr dazu übergeht, zu überlegen,
Wer nutzt das überall und inwieweit haben die Leute vielleicht andere Bedürfnisse, die ich jetzt noch gar nicht sehen kann? Also ich glaube, dass Diversität schlicht und ergreifend notwendig ist, um Technologie an sich besser zu machen. Tatsächlich durch die Förderung haben natürlich der OTF und der Prototype Fund und auch die vielen anderen Programme, die es gibt, es gibt ja nicht nur die zwei, dazu beigetragen, dass Leute, wie du gesagt hast, diesen wirtschaftlichen Druck, den einfach Leute, die jetzt nicht aus einem westlichen Industrieland kommen, ja, dem entgehen konnten und einfach ein faires Gehalt dafür bekommen haben, dass sie die Arbeit machen können, die sie machen wollen. Ich würde vielleicht noch hinzufügen, dass diese Open-Source-Entwicklung halt auch dazu geführt hat, dass Dinge entwickelt wurden, für die es keinen Markt gab, also wo keine ökonomischen Verwertungsinteressen im Vordergrund standen und der Anreiz war, das zu entwickeln. Und das ist für eine Gesellschaft, die ja so ihr Leben in der Breite betrachtet, doch von großem Vorteil, würde ich sagen. Dann gibt es noch eine Frage aus dem Publikum. Und zwar hat der Prototype Fund Erfahrungen damit gemacht, dass schon die Projektideen Profitorientierung als String attached haben oder spielt das keine Rolle? Also schon bei der Ideenentwicklung diese Profitorientierung mitwirkt. Also wenn ich das richtig verstehe, ist die Frage, ob quasi bei der Auswahl schon darauf geachtet wird, ob sich das Ganze verwerten lässt? So würde ich das... Also ich verstehe die Frage eher so, dass da letztendlich irgendwann was Profitorientiertes rauskommen soll, ob dann schon eher vielleicht Ideen in die Richtung so geshaped werden, ne, dass das dann da auch passt. Mhm. Ja, ich glaube, das gibt es immer wieder. Tatsächlich sind das erstaunlicherweise oft die Ideen, die so ein ganz offensichtliches Profitinteresse haben, die inhaltlich nicht die überzeugenden sind. Und vielleicht erklärt das auch diese ganzen Startup-Blasen und die Hypes und so weiter, dass da Leute sind, die vielleicht eine Idee gut vermarkten können. Im Umkehrschluss haben oft die Leute, die technisch extrem überzeugende, wirklich fundierte Vorschläge machen, sich über eine mögliche Monetarisierung oder eine mögliche Art einfach nur Skalierung ihres Projekts noch gar keine Gedanken gemacht. Also die Schere geht auf jeden Fall weit auseinander. Aber ja. Also mein Eindruck vom Prototype Fund ist, dass die Projekte eher danach ausgesucht wurden, nach dem Vorteil für die Gesellschaft. Und das ist großartig. Genau. Also die Auswahl ist tatsächlich, es gibt, das ist auch transparent, nach welchen Kriterien die Jury ja letztendlich auswählt. Und da ist Wirtschaftlichkeit nicht dabei. Mhm. Oh, eine Frage aus dem nicht vorhandenen Publikum. Du hast erwähnt, dass Maintenance eine starke Rolle spielen soll. Ich habe mir jetzt mal ein populäres Tool angeguckt, was Leute auch zum Conferencing einsetzen. Und das ist relativ speziell zusammengeschustert. Das ist potenziell etwas, was auf die Füße fallen wird. Und das ist einfach nur ein beliebiges Beispiel. Man könnte wahrscheinlich auch andere Sachen angucken. Auf der einen Seite ist das toll, zu sehen, dass man aus komplexen Open-Source-Projekten sowas zusammenbauen kann. Auf der anderen Seite ist halt die Gefahr, dass wenn man das sozusagen so nach dem Motto, das läuft jetzt, als Baseline hat, dass dann halt niemand mehr da ist, der bezahlt dafür, dass das vernünftig gemacht wird. Dass also sozusagen aus diesem, ich sag jetzt mal provokant, Flickwerk, ohne es wirklich böse zu meinen, das ist ja so, wie Open Source halt durchaus funktioniert, mal besser, mal pragmatischer, sag ich mal, einfach eine Lösung entsteht, die zukunftsfähiger ist. Ist das etwas, wo ihr Gelder reinstecken möchtet? Ist das die Idee? Also wir sind ja kein Funder, also ich kann jetzt auch nicht mehr für den also was der Prototype Fund fördert, hab ich ja erklärt. Ich finde das total wichtig und ich gebe dir da absolut recht, dass das passieren sollte. Auch noch aus einem
anderen Aspekt heraus, denn ich glaube, wir alle bauen gerne neue Sachen und ich glaube, wir werkeln gerne und dieses Neue ist ja auch immer mit so ein bisschen Anerkennung verbunden. Da hat man was Neues geschaffen. Das Zimmer instand zu halten, irgendwie den Dreck wegzufegen, die Software zu maintainen, dafür wird niemand berühmt und geliebt und das ist bitter. Und dann ist das auch noch nicht förderfähig, das ist doppelt bitter. Am Ende bin ich ja persönlich der Ansicht, wir kommen über sowas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen nicht herum. Ich weiß nicht, ob Entwicklerinnen und Entwickler für die Einkommen, die da zur Debatte stehen, tatsächlich gerne arbeiten würden. Das ist auch noch eine Sache, dass natürlich schon der Wealth sehr ungleich verteilt ist. Aber ja, also bin ich voll bei dir, mehr Maintenance und das auch einfach anerkennen, dass das eine wichtige Arbeit ist. Wobei ich ihn so verstanden habe, also Danimo, das ist auch, es gibt es bei Open-Source-Projekten auch, da wächst dann eine Software, die ist dann irgendwie pragmatisch, ist aber Stückwerk aus verschiedenen Dingen zusammengeschustert. Da gibt es keine gerade Linie drin und es funktioniert mehr schlecht als recht. Und dann ist es aber so, die Software, das, was sie macht, ist so wichtig, dass ein neues Open-Source-Projekt entsteht, oftmals aus den Entwicklerinnen, die vorher bei einem alten Projekt auch dabei waren und mit der Linie nicht zufrieden waren. Und die schreiben dann den Code nochmal neu. Ja. Also, oder übernehmen nur noch minimale Anteile von dem, was davor ist. Und ich glaube, seine Frage bezog sich darauf, ob es auch eine Förderung geben könnte für solche Dinge, oder? Ich habe ihn richtig verstanden, er nickt. Okay. Dann fange ich mal vorne an. Was denkst du denn? Das ist für wichtige Softwareprojekte auf jeden Fall ein Ansatz. Und da steht es halt im Weg, dass irgendwie vom Prototype-Fund gewünscht ist, dass es innovativ ist. Mhm. Also nehmen wir mal ein Beispiel aus der Open-Source-Welt, das Asterisk Private Branch Exchange, also die Telefonie-Software, wurde immer wieder, also Leute haben gesagt, das funktioniert alles so schlecht, also wir schreiben es nochmal neu. Ob solche Produkte, na, jetzt habe ich auch Produkte gesagt, oh Gott, ob sowas vielleicht auch gefördert werden könnte, obwohl es eben keine neue Innovation darstellt, sondern einfach nur, wir machen das jetzt einmal in richtig. Mhm. Wobei viele Leute denken, dass die anderen können alle nichts und ich mache es jetzt besser, das muss man natürlich auch rausfischen. Das ist natürlich schwierig, es auf so einer generellen Ebene zu sagen. Also erstmal, nichts ist für immer wahrscheinlich. Die Frage, wie, ja, der Förderung, ich glaube, das ist eine Einzelfallbetrachtung, ne? Also wie notwendig ist das wirklich, einfach auch mal einen Cut zu machen, was Neues anzufangen? Auf einer Standard- oder Protokollebene ist es ja auch total wichtig, sogar Zweit- und Drittimplementierungen zu haben. Die sind sogar notwendig dafür, einen Standard zu definieren. Also oft ist es auf einer tiefer liegenden Ebene wirklich wichtig, mehrere Beispiele zu haben, wie ein Technologiepaket funktionieren kann, um ein gesundes Ökosystem drumherum aufzuziehen. So ganz die Brücke zu der Anwendungsebene kann ich daraus nicht schlagen. Ich glaube, es ist wirklich eine Einzelfallbetrachtung. Ich glaube, mein persönlicher Blick war da auch jetzt zu sehr auf den Prototype-Fund fokussiert. Das Publikum hat noch weitere Fragen. Und zwar investiert der Prototype-Fund auch in Refactoring von Code. Und ich weiß nicht genau, was Refactoring heißt und vielleicht auch nicht alle von unserem Publikum. Genau, kannst du jetzt nochmal. Möchtest du erklären, was? Das war das, was wir gerade eigentlich besprochen haben. Also dass jemand Code, der schon geschrieben wurde, überarbeitet und das trifft jetzt auf den Prototype-Fund nicht zu. Also beim Prototype-Fund geht es schon dem Namen nach darum, dass Leute Prototypen für neue Ideen, also neue Innovationen in Open Source machen und Code Refactoring gehört da nicht dazu. Auch kein Code Reviewing beispielsweise. Jetzt geht es hier noch um tatsächlich Hardware. Und zwar ist eine Frage, ob 3D-Drucker selbst nachgebaut werden können oder ob das durch Patente DIY nicht möglich ist. Nee, es gibt schon 3D-Drucker als DIY-Projekte, die Open Hardware und Open Software sind, so wie ich weiß. Ich dachte, hier stehen noch welche rum, aber vielleicht sind die gerade im Homeoffice. Wie ist der RepRap oder RepRap, glaube ich, ist einer davon. Ich habe mich noch gefragt, der OTF, der
ist ja auch dafür bekannt, dass halt nicht nur innerhalb von USA oder in den USA ansässige Projekte gefördert werden, sondern da werden ja auch in allen möglichen anderen Ländern, zum Beispiel Uganda oder so, Projekte gefördert. Gibt es denn noch andere Funds? Kennt ihr irgendwelche anderen Funds, wo wirklich auch andere Länder beantragen können? Denn soweit ich weiß, der Prototype-Fund ist ja nur innerhalb Deutschlands, ne? Das ist richtig, ja. Mhm. Auf jeden Fall. Das ist in dem ganzen Bereich der wirklich philanthropischen Stiftungen. Die Mozilla Foundation zum Beispiel fördert Projekte, oft auch thematisch zugeschnitten und immer wechselnd, also nicht unbedingt mit einer inhaltlichen Konstanz oder thematischen Konstanz. Aber bei denen ist zum Beispiel keine Grenze gesetzt. Die Ford Foundation macht was Ähnliches. Also da gibt's einige. Es gibt sogar ein Förderprogramm oder verschiedene Förderprogramme von der EU, bei denen auch nur ein Projektpartner des Konsortiums in der EU sein muss. Ich habe da keine Erweiterung von meiner Seite. Aber ich finde die Frage gut, denn sie zeigt tatsächlich, dass diese Förderlogiken, die irgendwie so an der Nationalstaatsgrenze enden, halt null zu einem globalen Internet passen. Also auch da müssen wir echt einfach mal drüber reden, dass wir halt im 21. Jahrhundert sind. Mhm. Ja, dann an der Stelle auch nochmal der Aufruf, die Konversation über den Open Technology Fund jetzt am Laufen zu halten und da jetzt Druck zu machen, dass er vielleicht doch noch gerettet werden kann. Es gibt eine Petition im Internet, die findet ihr auf safeinternetfreedom.tech. Außerdem berichten wir als Kralus auf unserer Webseite auch über das Thema. Habt ihr noch? Ich glaube ja nicht, dass uns Regierungen zuhören, aber ich meine, ich weiß nicht, 20 Millionen sind für einen Nationalstaat eigentlich ein Klacks. Also, wie viel hat die Corona-App gekostet? Ja, mehr. Und ich glaube, in dem Kontext müssen wir über das Thema nochmal reden. Muss man das auch sehen, genau. Ja. Also, das vielleicht, die Corona-App ist vielleicht auch ein Beispiel dafür, dass vielleicht doch mehr gesehen werden kann, wie wichtig Open Source und eben auch so ein Vorgehen mit der Community zusammen auch, also nationale Interessen widerstreben mir sehr und auch in diese Richtung zu argumentieren. Mhm. Aber vielleicht Menschen, die auch so ticken, sollten doch in Erwägung ziehen, doch auch mal Open Source zu finanzieren. Und ich kann nur an all die Organisationen, die jetzt sagen, ja, wir haben Geld, aber wissen nicht, wohin damit, an die appellieren, zu sagen, trete mit den Communities in Kontakt. Das ist ähnlich wie bei der Softwareentwicklung, ist es wichtig, mit den Leuten zu sprechen, die am Ende das Produkt nutzen, die euer Geld nutzen und umsetzen wollen. Wir brauchen viel mehr Dialog und den sollten wir jetzt führen. Dann danke ich euch beiden ganz, ganz herzlich, dass ihr da wart. Da gibt's noch Fragen aus dem Publikum, habe ich übersehen. Okay, bitte. Dann machen wir noch einen Moment weiter. Okay, wo spielt Open Source bei Kardus und in der humanitären? Oh, ist das eine Frage an mich? Ja. Ach, das ist eine Frage an mich. Entschuldigt bitte. Wird gleich beantwortet. Die zweite Frage ist noch: Gibt es Erfahrungen mit crowdfinanzierten OS-Projekten und funktioniert das gut? Beziehungsweise wäre das eine Möglichkeit, sich unabhängiger zu machen? Gibt's? Crowdsourcing ist ein guter Punkt. Ich habe selber noch kein crowdgesourcetes Projekt gemacht bis jetzt. Mir fallen gerade partout die Namen nicht ein, aber es gibt diverse Plattformen, also ähnlich wie Startnext, aber konkret für, Tickets bei Open-Source-Produkten, wo man quasi auf ein Ticket einzahlen kann und das dann priorisiert abgearbeitet wird. Das ist natürlich am Ende das Diktat der Reichen, dass dann bestimmt was entwickelt wird und was nicht. Ich finde tatsächlich, ja, wie immer, die reine Finanzierungsbrille so schwierig. Bounty Source zum Beispiel, stimmt. So,
Nun zu der Frage Open Source bei CADUS oder beziehungsweise allgemeiner in der humanitären Hilfe. Wie spielt das eine Rolle? Da fürchte ich, müssen wir überziehen. Das ist, es spielt tatsächlich eine große Rolle und zwar bei vielen Aspekten. Also zunächst mal auf ein bisschen abstrakteren Level. Das ist ja auch für uns total wichtig, dass es Menschen gibt, die sich aktiv für Menschenrechte einsetzen und die brauchen eben solche offenen Technologien für freies Internet. Und je mehr diese Menschen aktiv sein können, desto weniger wird am Ende humanitäre Hilfe notwendig. Und das ist ja, das muss ja letztendlich das Ziel sein von humanitärer Hilfe, dass sie eigentlich nicht mehr notwendig ist. Aber um ein bisschen konkreter zu werden, also wir bei CADUS nutzen auch selber Signal und Tor. Und leider muss ich zugeben, wir benutzen gezwungenermaßen auch ganz viel WhatsApp, weil das nun mal in der humanitären Hilfe ein Standardkommunikationsmittel ist. Allerdings muss man dafür wissen, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber soweit ich weiß, ist die Verschlüsselungstechnik von WhatsApp, die kommt original von Signal, ne? Ja, gut, habe ich richtig gemerkt. Ja, und letztendlich basiert auch unsere Veranstaltungsreihe Debate, wie sie jetzt gestreamt wird, durch das VOG, das braucht auch offene Technologien und ich sammle hier gerade Anfragen auf einem Pad, das Open Source Technologien verfolgt und also es ist wirklich auf sehr vielen Ebenen sehr wichtig für uns. So, und haben wir noch eine? Haben wir noch einen? Ich glaube, das war's mit den Fragen aus dem Publikum. Habt ihr noch was? Von meiner Seite nein. Also vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Danke auch von mir. Danke für die Fragen. Danke für die Moderation. Ja. Und denen, die zugeschaut haben, vielen Dank fürs Zuschauen, sag ich mal. Ja, sehr schön, dass ihr da wart. Vielen Dank an euch. Und wir sehen uns wieder nächsten Monat beim nächsten CADUS Debate. Macht's gut.